こんにちは、マギシです。今日はドイツ語で動画を撮ってきます。どうぞよろしくお願いします。Wir sprechen heute auf Deutsch und heute haben wir jemanden aus Japan, einen Deutschen, eine Deutsche, die in Japan wohnt. Wie heißt du? Ich heiße Christine. Christine. Und du arbeitest als Model und auch als Deutschlehrer in Japan. Genau. Ja. Wann bist du nach Japan gekommen, das erste Mal? Ich bin jetzt fast genau vor 10 Jahren nach Japan gekommen. Oh, vor 10 Jahren. 2009. Ja. 2009, okay. Warum hast du dich für Japan interessiert, oder? Ich glaube, wie war das? Ja, zuerst mochte ich gerne japanische Filme schauen. Hm. Und ich mochte gerne Kitano Takeshi Filme. Also okay. Ich bin total Filme-Fan. Hm. Und als ich in Deutschland gewohnt habe und so 2021 war, habe ich halt immer viele Filme ausgeliehen und viele japanische Filme geschaut. Hm. Und ich mag gern Filme mit in der Originalsprache schauen und dann mit deutschen Untertiteln. Und dann habe ich mich für die japanische Sprache interessiert, weil ich dachte, oh, das wäre ja eigentlich ganz cool. Und ich hatte auch nicht viel zu tun und hatte Zeit und wollte ein neues Hobby. Und dann bin ich dann zur Abendschule gegangen und habe also Japanisch gelernt. In Deutschland angefangen, zu Japanisch zu lernen und dann bist du nach Japan gekommen. Was hat dich... Ja, also zuerst... Was hat dich in Japan am Anfang überrascht? Ah, was hat mich... Also vor 10 Jahren war das wirklich so, dass noch nicht so viele Europäer hier in Japan waren. Und mich hat überrascht, dass dann die Leute, oder ich hatte das Gefühl, dass ich dann auf der Straße immer angeguckt werde, weil es nicht so viele Europäer gibt. Mhm. Inzwischen hat sich das aber verändert. Also wir haben viele Touristen und auch Europäer, die hier wohnen. Deswegen hat sich das verändert. Und was mich noch überrascht hat, die Rolltreppe, wo die Bahn ist, die ist viel schneller als in Deutschland. Okay. Hattest du das Gefühl auch, dass es schneller ist? Nee, aber ich hatte das auch. Ich war als erstes Mal, als ich nach Japan gekommen bin, ich war in der Schule in Japan und ich hatte eine Schuluniform an. Und weil ich in Saitama war, haben mich auch alle Leute immer angeguckt. Und am Anfang war das ein bisschen unangenehm, aber mittlerweile ist mir das egal. Und du hast recht, also das ist wirklich vor 10 Jahren war das viel extremer als heute. Und ich glaube, auch wenn man jünger ist, dann ist, dann wenn man angeguckt wird, dann ist das ein bisschen unangenehm. Aber jetzt, wenn man ein bisschen älter ist, dann ist es ja okay. Guckt bitte schön hier. Ja. Aber Rolltreppe habe ich noch nicht drüber. Aber ich finde, es gibt mehr Rolltreppen als in Deutschland. In Deutschland hat man eher das Problem, dass wenn man irgendwo hinfährt mit dem Koffer, dass man den Koffer dann irgendwie Ja, das stimmt. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass die Rolltreppe halt schneller fährt und dass die Leute auch viel schneller auf die Rolltreppe gehen. Und ich hatte sogar Angst, mich das erste Mal rauszustellen. Und ich komme aus Hamburg. Also ich komme nicht aus dem Dorf und trotzdem war das so. Ja, also ich glaube, also Tokio ist auch eine der schnellsten Städte, wo die Leute halt auch sehr, sehr schnell sind. Und noch schneller als Hamburg vielleicht. Aber ist ganz interessant. Genau. Also ich bin jetzt nach Osaka umgezogen und hier sind die Leute auf der anderen Seite. Ja. Auf der Rolltreppe. Also es ist auch innerhalb von Japan ganz unterschiedlich. Und auf dem Land sind die Leute auch alle hier viel langsamer, also es ist schon ein Unterschied. Gibt es irgendein Vielleicht sollte ich auch nach Osaka ziehen. Ja, komm vorbei, bitte. Langsamer Leben. Gibt es irgendein Lieblingsessen, was dir in Japan am besten schmeckt? Oh, am liebsten mag ich Unagi, Aal auf Deutsch.
Okay. Und ich mochte auch, in Deutschland gibt es keinen gegrillten Aal, so wie in Japan, mit dieser leckeren Soße und am liebsten dann auf Reis. Das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt nur geräucherten Aal und das mochte ich schon als Kind. Und dann in Japan ist es noch 100-mal leckerer und besser, finde ich. Okay, kannst du auch japanisch kochen oder wenn du in Japan lebst, kochst du immer deutsches Essen oder was kochst du, wenn du zu Hause bist? Ja, also ich koche jeden Tag und ich koche oft, ich liebe Pizza, also das ist vielleicht leider mein Lieblingsessen, leider für die Figur. Mhm. Aber so japanisches Essen koche ich auch, also jeden Tag Reis im Reiskocher und dann am liebsten Gokokumai oder Jukokumai mit diesem, mit so anderem Getreide. Mm. Und dann mache ich auch gerne heiße Soba mit Shiitake, Pilzen oder sowas. Ich finde, japanisches Gemüse ist auch super lecker. Und ja, japanisches Essen ist so gesund und man fühlt sich einfach gut. Ah, das ist interessant. Hast du... Ich hatte das immer, dass ich bin immer ein Jahr in Japan gewesen und dann war ich wieder zurück ein Jahr in Deutschland. Und ich finde immer, dass wenn ich zurück nach Japan gekommen bin, habe ich immer ein bisschen abgenommen, weil das Essen viel gesünder ist. Also apropos, also als ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich 85 Kilogramm gewogen. Okay. Und, ja. Und dann bin ich nach Japan. Ich kann gerne mal ein Foto schicken, vielleicht, ja. Falls jemand Interesse hat. Also vielleicht glauben mir die Leute das nicht, aber das ist wirklich so. Mhm. Und dann innerhalb von 6 Monaten habe ich dann 12 Kilo abgenommen. Ja, ach so, also, okay. Also du hast dich dann also mehr als 20 noch, Kilo weniger. Komplett nur japanisch ernährt in Japan, oder... Hattest du in Deutschland viel mehr oder auch gekocht oder lag das im Reis? Ja, in Deutschland habe ich auch gekocht, aber ich glaube, in Deutschland sind halt, ich mag auch gerne so Schokolade und Kekse. Ja. Und wenn wir in den deutschen Supermarkt gehen, die kleinste Tafel Schokolade, die es gibt in Deutschland, ist auch 100 Gramm. Mhm. Und in Japan ist es halt, glaube ich, entweder 40 Gramm oder 70 Gramm. Ja. Und dann ist es halt einfach abzunehmen, weil ich glaube, die Portion ist einfach kleiner. Ja, und man gewöhnt sich auch dran. Also ich hatte einen Freund aus Deutschland und einen Kollegen und er war total überrascht, weil die Portionen, also jetzt für deutsche Männer ist es in Japan ein bisschen wenig. Weil wenn man in Japan wohnt und sich dann dran gewöhnt, dann ist es eigentlich so viel besser. Ja. Aber bei mir, als ich in der Firma gearbeitet habe, ich habe immer außerhalb gegessen und dann habe ich zugenommen und jetzt arbeite ich halt auch selbstständig und dann, wenn ich mehr koche, dann merkt man halt auch, dass man direkt wieder abnimmt. Also das ist auch. Und ich wollte dich fragen, welcher Stadtteil in Tokio gefällt dir am besten? Definitiv Shinjuku Gyoen. Okay, das ist kein Stadtteil, aber das ist so mein Lieblingsort in ganz Tokio. Hm. Ja, der Park. Ich habe auch so einen jährlichen Mitgliederpass, also einen Jahrespass. Ich kann immer kostenlos in den Shinjuku Gyoen gehen und das ist auch, das lohnt sich total. Hm. Also 3-mal die Woche gehe ich dann spazieren. Und es gibt immer neue Blumen, die ich dann jede Woche sehen kann und Vögel. Mhm. Ja. Was ist deine Lieblingsblume? Lieblingsblume? Ich mag gerne, ich weiß den Namen leider nicht, weil ich da nicht genau hingucke. Aber die japanischen Kirschblüten oder so? Japanische Kirschblüten auch. Vielleicht ist das eine Magnolie, die ich gerne mag. Magnolie? Okay. Wie heißt denn das? Auf Japanisch. Vergessen. Ja, ich habe den Namen vergessen. Okay. Und ich wollte dich fragen, wie hast du angefangen, in Tokio als Model zu arbeiten? Ja, also ich habe relativ spät angefangen, als Model zu arbeiten. Also ungefähr als ich 29 war. Mhm. Also schon die ganze Zeit
hatte ich viele ausländische Freunde in Tokio und viele Mädels haben auch so ein bisschen gemodelt nebenbei. Und ja, wenn wir jetzt Model sagen, dann stellen sich viele vor, so Vogue und so Mode und Fashion Shoot. Aber das ist nicht der Fall. Also es gibt verschiedene Arten von Models. Mhm. Und die Leute, die meisten Jobs bekommen, sind halt so kommerzielle Models. Mhm. Also, weiß ich nicht, ich war zum Beispiel in der Bierwerbung oder für die Tourismusbranche. Ja. Oder einfach nur, um einen neuen Staubsauger zu präsentieren. Mhm. Und man muss nicht aussehen wie ein Topmodel. Mhm. Welches Topmodel ist im Moment? Ich weiß nicht. Also es ist halt nicht so wichtig, wie man aussieht. Man muss nur, die suchen jetzt speziell zum Beispiel eine Europäerin mit braunen Haaren oder halt so einen Typ, suchen die bestimmte Typs. Und dann, meine Freunde haben mir dann gesagt, dass ich doch versuchen sollte, mich bei ein paar Agenturen anzumelden. Es gibt so ungefähr 12 Agenturen, die halt viele Ausländer registriert haben in Tokio. Und dass ich dann, die meinten dann, dass ich viele Jobs bekommen könnte, wenn ich es versuche. Und dass es Spaß macht. Und dann habe ich mich registriert und dann erst mit 30 angefangen, als Model zu arbeiten. Ja, aber das ist cool. Und du hast auch in Japan, gibst du auch Deutschunterricht, oder? Und wie hast du da angefangen? Ich hatte eine deutsche Freundin und die hat für so eine, für eine Schule gearbeitet, die, es ist keine Schule, aber die Schule hat Leute, die gerne Unterricht machen möchten und kann sich im Café treffen, in der Nähe vom Bahnhof, wo es bequem ist, halt in der Nähe von dort, wo du wohnst oder wo der Schüler wohnt und dann Unterricht machen. Mhm. Und dort habe ich dann mich auch registriert und angefangen zu arbeiten als Deutschlehrerin. Okay. Und dann irgendwann habe ich dann aufgehört und dann selbstständig gearbeitet. Mhm. Ja, also es ist auch, man fängt an und dann es geht immer weiter. Genau. Und du hast auch gesagt, dass du Voice Acting machst. Oh, was ist das? Und zwar heißt das Deutschlernen. Das ist für eine Deutschlern-App, der Besitzer der App ist Japaner und der hat in Deutschland lange gelebt und studiert und kann gut Deutsch sprechen. Und ich leihe sozusagen meine Stimme und ihr könnt mit meiner Stimme Deutsch lernen durch die App. Ja, das ist ganz interessant. Als ich in Tokio war, ich hatte auch eine Bekannte und ich habe mir für ein deutsches Lehrbuch habe ich halt auch meine Stimme. Ich habe immer A, B, B, C. Ja, genau. Okay, also wenn ihr Deutsch lernen wollt, dann bitte. Also sie sucht im Moment auch noch neue Schüler. Dann guckt. Genau, bitte meldet euch. 今、ドイツ語の新しい生徒さんを探しているので、まあ、もしこの美人のモデルさんの先生でドイツ語を勉強したかったら、動画の下にクリックしてみてください。スカイプレッスンを探しています。今日もご清聴ありがとうございます。ドイツ語で質問あったらドイツ語で質問してもいいし、あるいは日本語でも質問ぜひしてみてください。今日は最後までありがとうございます。バイバイ!チュース!チュース!